Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In weiten Teilen der deutschen Bevölkerung herrscht nach einem Expertenbericht eine feindliche Haltung gegenüber Muslimen. Vor allem kopftuchtragende Frauen berichten von Anfeindungen. Dieser Brief lag vor 2 Jahren im Briefkasten einer Moschee in Hamburg. Alle Moslems sind scheiße, steht da. Für das Gemeindemitglied Dayan Khan sind antimuslimische Anfeindungen schwer auszuhalten. Das fühlt sich sehr schwer an. Man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. In diesem Bericht stellen die unabhängigen Expertinnen und Experten fest, muslimfeindliche Haltung ist weit verbreitet. In Deutschland stimmt jeder Zweite muslimfeindlichen Aussagen zu. Beispielsweise, dass der Islam besonders bedrohlich sei. Also wir müssen ganz stark sagen, dass gerade im Medienbereich unheimlich viel muslimfeindliche Einstellungen noch mal reproduziert werden. Also Bilder über den Islam sozusagen sehr negativ konnotiert sind und dadurch natürlich auch eine Verstärkung von Muslimfeindlichkeit zeigen. Der Expertenkreis empfiehlt unter anderem die Ernennung eines Bundesbeauftragten für die Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit. Und eine Strategie, dass mehr Musliminnen und Muslime in staatlichen Einrichtungen repräsentiert sind. Was wirklich notwendig ist, ist frühzeitig aufzuklären und frühzeitig in Schulen, in Kindertagesstätten die Bildung entsprechend auch aufzusetzen, dass solche Ressentiments gar nicht erst aufkommen.